Wir sind weiterhin unterwegs hier bei Anno 1800 mit der Geraldine und mit mir und mit Anno 1800 mit euch auch. Die YouTube-Leute-Playlist dort oben in der Ecke. Liebe Twitch-Leute, schön, dass ihr da seid. Wunderschönen Karfreitagabend hier. Ich starte damit, dass ich jetzt endlich eine Feuerwehr baue. Ich habe das Gefühl, sonst brennt gleich unsere ganze Insel ab. Wobei ich mich erinnere, dass du letztes Mal, als wir gespielt haben, gesagt hast, du baust die Feuerwehr ja aus Prinzip erst, wenn es schon brennt. Ja. Ach immer, du hast vergessen, die Bäume zu tränken. Die sind alle verdorrt. Ich habe die schnell wieder neu gepflanzt, ja. Ich hatte schon Angst, dass diese pinkfarbenen Bäume irgendwann aussterben könnten. Mhm. Liebe YouTube-Leute, mal ganz kurz weghören, sonst weint ihr bittere Tränen. Ich sag kurz dem Twitch-Chat hier was, wenn wir irgendwas verlosen bei den Twitch-Streams. Das läuft immer so, wer im Chat ist und in den Chat reinschreiben kann, nimmt an der Verlosung teil und alle haben die gleichen Chancen. Dürfte ich eigentlich theoretisch auch teilnehmen oder wäre das moralisch verwerflich? Dürftest du, würde aber dazu führen, dass der Chat misstrauisch würde. Also es fällt auf mich zurück. Wenn du gewinnen würdest, das wäre für mich, nicht für dich, das wäre für mich ultra peinlich. Also ich finde neues Glück bisher echt heimelig. Ja. Ich finde auch die Farbgebung sehr, sehr hübsch hier überall. Ja, ich habe mal wieder belebte Städte bemüht und habe die Skins von den Häusern geändert. Was mich gerade wundert, ist, dass wir noch nicht aufwerten können, weil eigentlich sind die alle perfekt versorgt. Mhm. Können wir nicht? Doch, können wir. Also ich habe schon eins entdeckt am Marktplatz, was geht. Ja, tatsächlich hier vorne. Welches willst du aufwerten? In der City natürlich, ne? Direkt innen drin. Ich will es im Bild zeigen. Du wertest auf und ich zeige. Also du wertest auch den Stream auf, aber ich meine, du wertest ein Gebäude auf und zeigst mir bitte, sagst mir bitte vorher welches. Okay, dann schau mal bei dem Wirtshaus. Moment, ja. Okay, jetzt geht's los. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Neues Glück. Das Zeitalter der Industrialisierung beginnt. Das ab jetzt werden aus Bäuerinnen Bauern, aus Frauen mit Röcken und so Mützchen auf dem Kopf werden Männer mit Schnauzbart und barhäuptig. Das finde ich immer persönlich sehr beeindruckend, dass bei dem Level-Up der Bevölkerungsgruppen auch zunächst mal aus Frauen Männer werden. Später aus Männern wieder Frauen werden. Das hat irgendwie so was Hogwarts-mäßiges, finde ich. Es ist im ewigen Wandel. Schicke neue Arbeiter hier. Hm? Wo wir gerade über die Bevölkerungsstufen reden, hast du eine Lieblingsbevölkerungsstufe? Also eine, die dir am sympathischsten ist, so vom Porträt und vom Vibe her? Ich finde die spitznäsige und spitzzüngige Ingenieurin, die gefällt mir ganz gut. In der alten Welt. In der neuen Welt, der Artista, der fällt mir ein bisschen auf den Wecker manchmal. Der ist immer so, ich habe das Gefühl, der will immer irgendwas von mir. Mhm. Also selbst wenn er sagt, ich fühle mich hier wohl, habe ich das Gefühl, im Prinzip sagt er mir nur, hier, du hast das Portemonnaie für mich geöffnet, ich bin glücklich, sowas in der Art. Ja. Der hat irgendwie sowas Forderndes, finde ich. Okay. Also ich muss sagen, ich mag, glaube ich, in der alten Welt die Handwerker am liebsten. Mhm. Weil die immer so herrlich theatralisch und dramatisch sind. Ich fühle die irgendwie. Mhm. Und in der neuen Welt bin ich verstehe deinen Punkt, aber ich muss doch sagen, dass ich Artista-Fan bin. Echt? Weil, ja, ich finde die ganz charmant. Also, ich mochte die Bevölkerungsstufen, die es vorher gab, fand ich halt nur so okay. Da gilt halt das, was ich auch schon gesagt habe über die neue Welt generell. Ich fand sie halt immer recht farblos und recht stereotypisch. Und das haben sie echt schön aufgebrochen mit den Artistas. Die Artistas sind charmant und die haben Hobbys und die haben eine eigene Agenda und die haben eine eigene Persönlichkeit und eine eigene Kultur. Und das finde ich viel, viel schöner. Dass die gern in die Samba-Schule gehen nach der Arbeit und auf ihren Motorrollern rumfahren und
ihre traditionellen Cocktails trinken und so weiter. Das mag ich lieber. Ich fange mal an mit der Wurstproduktion, glaube ich, ne? Bevor die Essenleute im Chat sagen, ich brauche ein Butterbrot und hab keins, bitte. Oh, geht das überhaupt schon? Ja, es geht. Wir können Wurst schon produzieren. Eine Schweine. Das ist deine Antwort auf alles einfach. Ich schütte hier mein Herz aus und du sagst, ich beginne mit der Wurstproduktion. Naja, also ich fand das einen schönen Kontrast. Du hast erzählt über die Artistas und hast so ein bisschen kolonialpolitische Kritik untergebracht, ein bisschen schön gesprochen, ein bisschen Kulturgeschichte, ein bisschen Ästhetik eingebracht. Und ich fand es einfach unter ästhetischen, diskursästhetischen Gesichtspunkten einen schönen Kontrast zu sagen, wir brauchen Wurst für die Semmeln und für die Butterbrote. Ich fand das passend. Na gut. Ich habe übrigens auch die Skins von den neuen Arbeiterhäusern geändert. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Altstadt-Flair. Passend zu der Stadtmauer, die ich gebaut habe, die dir so den Schweiß ins Gesicht getrieben hat. Sieht auch sehr hübsch aus. Ja, sehr adrett. Mit, wie heißt das nochmal? Fachwerk hier vorne. So, mal gucken, wo wir... Ach, wir brauchen Steine. Wir müssen erstmal die Steine machen. Wir haben 2 Lehmvorkommen. Ich nutze mal das nächstgelegene Lehmvorkommen, den Hügel runter, wenn es dir recht ist. Oder hättest du lieber das... Oben haben wir ein Eisenvorkommen. Das bei dem Lagerhaus, hätte ich gesagt. Also das hier unten. Also das die Klippe runter, ne? Weil er ist ja direkt das Lagerhaus. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich würde, glaube ich, nehmen... Das andere Nebenvorkommen hat den Vorteil, da ist ein Eisen und ein Steinkohle direkt daneben. Die kann man allen mit einem Lagerhaus versorgen. Ist auch ein Punkt. Ich guck mal wieder nur aufs Geld. So kenne ich das. Also ich finde, wenn du Stadtmauern baust, bin ich eher für die Baumaterialien zuständig. Dann gehe ich einmal rauf. Soll ich die Straße direkt symmetrisch verlängern, so T-förmig? Guck mal so. Vom Wirtshaus aus hoch, ich glaube ja, ne? Ja, das ist in Ordnung. Das da links ist einmal Steinkohle, das da oben ist einmal Eisen. Einmal Lehmgrube bitte. Wir brauchen 50 Handwerker, die haben wir. Eine Ziegelei braucht... Warum haben wir denn hier gerade so gefährliche Musik? Ich höre gar keine. Vielleicht brennt es bei dir in der Wohnung. Ich hoffe nicht. Ich kann jetzt hier nicht weg, ich muss bauen. Können wir uns leisten, 2 Ziegeleien zu bauen? Ich glaube ja. Ich glaube, das geht. Ob das ein Aufstand sei, wird gefragt. So früh kommen die nicht. Geht nicht, nee. Vielleicht brennt es im Chat. Nee, auch nicht. Chat ist auch alles okay. Die Stimmung brennt auf jeden Fall. Ja. Also, ich tut mir echt leid. Du hast, glaube ich, sowohl mich als... Also, sowohl, man nennt sich ja selber nicht zuerst, sowohl den Chat als auch mich überschätzt, was unser Niveau betrifft. Also, diese Wurstgeschichten werden im Chat begierig aufgenommen. Gilgamesh, ja, ich sehe es. Gilgamesh schreibt, Currywurst ist am Rollen, North Bullman wünscht sich Wurst für die Welt. Alles okay. Ich sehe das alles, ich nehme das wahr, ich akzeptiere das. Mehr kann ich euch nicht bieten. Ich baue hier nochmal ein bisschen, ich kurbel hier nochmal die Schnapsproduktion an. Was mich total irritiert, ist, dass wir in der Bilanz im Plus sind. Ja, das macht die Stadtmauer. Das ist die neue Bevölkerungsgruppe. Schnaps, im Lager ist kein Schnaps mehr und wir produzieren noch etwas zu wenig. Ich kümmere mich erstmal lieber um den Schnaps kümmern. Zufriedene Bevölkerung gibt ja auch mehr Geld, oder? Ich werde dich immer noch ein bisschen auf, ja. Ich setze mal nochmal an. Ach, wir haben schon 2 Kartoffelfarmen. Du hast schon die 2. gesetzt, prima. Ja. Und zweimal reicht das aus. Ja, reicht knapp aus, super. Nee, reicht nicht aus. Ich baue noch eine. Wir könnten auch überlegen, ob wir die woanders hinsetzen. Stört dich das?
Nee, ich hätte die sowieso lieber woanders. Ich wollte sie nur erstmal. Ah, okay. Weil du hast da ohnehin die eine so unadrett hingesetzt. Das ist eine Sache. Aber doch da. Hm? Du kannst ruhig das hässliche Wort benutzen. Hässlich. Kannst du ruhig sagen. Ich bin groß, ich weine nicht. Scheiße hingesetzt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob das ja klappt, was ich mir hier ausbaldowert habe. Nämlich einmal eine Kartoffelfarm so hinzusetzen. Das geht nie und immer gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Du hast einen einzelnen Bauer. Ah, das ist hübsch. In die Nähe des Marktplatzes hingesetzt. Das gefällt mir. Ja, das war total Absicht. Es ist nicht, dass ich ihn da drüben vergessen habe oder so. Ach, das war wirklich vergessen? Ja, ich habe ihn da wirklich, ich habe ihn da vergessen. Ich fand die Idee ganz toll. Pat wird geschrieben, ich vermisse ja, dass die Bauern auch Kartoffeln als Nahrung verlangen. Immer nur Fisch. Man kann den Leuten doch wenigstens die Beilagen lassen. Ja. Vielleicht waren Kartoffeln zu dem Zeitpunkt doch einfach noch nicht so populär. Ich meine, wir wissen ja, dass Kartoffeln als Nahrungsmittel einen schwierigen Start hatten in der Geschichte. Mhm. Das Lager ist voll. Kartoffeln werden heute noch sehr diskriminiert. Wenn sie irgendwie, werden teilweise, wenn die Mehrheit der Gesellschaft es für sinnvoll hält, massenhaft in brennendes Öl geworfen und vorher in kleine Stücke geschnitten. Also ich bin ganz froh, dass ich persönlich ein alter weißer Mann bin und keine Kartoffel. Ich sag's ganz offen. Wobei der Satz kommt mir gerade ein bisschen obskur vor, wo ich ihn gerade laut gesagt habe. Nee, das passt schon, da gerade nicht. War richtig, ne? So. Mhm. Kartoffeln gehören in den Keller und der Keller unter Wasser. Guten Abend. Grumpelbumpel schreibt, WB baut unadrett, nichts Neues, aber hübsch formuliert. Ich hab dich im Auge. Hab dich im Auge. Wir brauchen noch so viel mehr Schnaps. Du machst dir keine Vorstellung, wie viel mehr Schnaps wir brauchen. Wir brauchen eine weitere Schnapsbrennerei. Ich glaube, ich verschiebe jetzt diese Schnapsgeschichte hier mal, weil die stört mich doch arg hier vorne. Ich bin gespannt, wohin. Na, hier vorne zum Öl natürlich. Das ist doch Tradition, dass Kartoffelfelder und Getreidefelder beim Öl platziert werden müssen. Aber, ach so, weil die in die Luft gehen und dann brennt alles so wunderbar. Ja. Weil man da die Feuerwehren zentriert dann. Stimmt, da oben gleich Öl und Ölhafen hier unten dann hin. Mhm. So, wie sieht die Bevölkerung? Holzlager schon wieder fast voll. Wir haben genug Fische, wir haben genug Schnaps, wir haben genug Klamotten, Wurst fehlt und Brot. Ich fange mal mit der Wurst an. Merkst du übrigens, dass ich dir schon wieder helfe? Eigentlich bin ich nur für den Schönbau hier und trotzdem mache ich hier. Finde ich auch. Sorge ich hier für unser ganzes Wohl. Also es gibt zwei mögliche Interpretationen. Entweder so eine Art Mitleid von wegen, der spielt ja noch langsamer als ich. Tiefe könnte sein, dass du sagst, wenn der die Betriebe so hinstellt, dass die hässlich aussehen, Stichwort Kartoffelhof und Schnapsbrennerei, dann mache ich es lieber selber. Da muss ich nachher nichts umbauen. Das überlasse ich der Fantasie. So, du hast hier unten Platz gelassen jetzt. Die Kartoffelhöfe, die Kartoffelfelder sind weg. Das ist ja eine tolle Gelegenheit, dort ein paar Schweinezuchten hinzusetzen. Das war, glaube ich, auch dein Plan, ne? Ja, total. Ich wollte an der Küste auf jeden Fall eine Schweinezucht haben. Das ist eine coole Idee von dir. Genauso machen wir das hier. Daneben dann die Metzgerei. Aber das sind die Momente, wo du wahrscheinlich auch denkst, wie gut, dass wir bei Partiestart eingestellt haben, volle Baukostenerstattung bei Umplatzierung. Ja, das denke ich mir.
Oh, Burman meinte mal, du bist ja echt in Höchstform heute. WB sei gerade am Rumwursteln. Ob es medizinische Versorgung gäbe bei Arno, fragt Tommy. Ja, gibt es. Krankenhäuser, kommen aber noch später. Also die kann man jetzt noch gar nicht bauen, die werden freigeschaltet und im Augenblick können unsere Leute noch gar nicht krank werden. Arme Leute werden nicht krank, nur wenn man einen gewissen Reichtum hat, dann kann es passieren, dass man krank wird. Das nennt man Wohlstandskrankheiten. Mhm. Und wir haben... Ja, genug Klamotten. Ach nein, schon wieder Synchronisationsfehler. Oh bitte nicht. Oh nein. Das ist ja nervig hier. So, wenn wir neben wieder weiter auf Twitch sind Verlauf, auf YouTube auch hoffen. Autosave geladen, dass der Synchronisationsfehler nicht zurückkommt. Daumen drücken jetzt. Gibt es irgendwelche, ich frage ich dich und auch den Chat auf Twitch, gibt es irgendwie so magische Handlungen, die man als Anholiker vollführen kann, damit es auf jeden Fall in so einer Situation nicht sofort wieder zu einem Synchronisationsfehler kommt. Welche Gesten, Mausbewegungen, Tastaturkommandos, Verwünschungen, Formeln, die man aussprechen kann? Ja, also was helfen kann, ist, dass wir uns unter unseren Schreibtisch setzen und von dort weiterspielen. Das habe ich gehört, kann helfen. Hm. Könnte es daran liegen, dass ich... Das kommt wahrscheinlich nur deshalb, weil du immer meine Gebäude umplatzierst. Vielleicht machst du, wenn du es ab jetzt lässt, haben wir nie mehr Synchronisationsfehler, Geraldine. Ja, dann nehme ich da die Schuld auf mich. Versetze trotzdem dieses Kartoffelfeld. Also ich nehme ernst, ich denke wirklich, wenn wir kein Vertrauen ineinander haben und immer die Gebäude des anderen umplatzieren, dann laufen wir ja im Spiel nicht synchron. Ja, was heißt denn hier die Gebäude des anderen? Hast du von mir auch schon was umplatziert? Nee, das machst nur du mit meinen. Das gibt mir gerade sehr zu denken. Du hast mich doch hier für eine ganz bestimmte Sache engagiert. Du hast mich doch hier engagiert, damit ich unsere Stadt schön mache. Für Schönbau, nicht für Umbau. Das heißt, ich muss mit den Sachen leben, die so gebaut sind. Das hast du sehr schön formuliert. Sehr treffend. Absolut auf den Punkt gebracht. Nun gut. Wurstproduktion... läuft. Nein, im Ernst, also ich kann gern auch Sachen von dir umbauen, zum Beispiel das Stadttor. Das würde ich ganz woanders hinsetzen. Das klingt furchtbar. Mach das nicht. Ich habe extra gerade rübergeguckt zu deinem Kamerabild und hatte gehofft, ich würde live mitbekommen, wie deine Gesichtszüge entgleisen. Es ist nicht passiert. Respekt. Im Chat fällt man mir leider in den Rücken. Ballandrin schreibt, es kann am Versetzen nicht gelegen haben. Mein eigener Chat hält mit dir. Es ist ja auch nur die Wahrheit. Jetzt mal im Ernst, was ich doof finde, ist, dass uns kein Händler Stahlträger verkauft. Das finde ich total doof. Admiral auf der Brücke. Wir können welche einkaufen bei Sir Archie. Da fahre ich mal schnell hin. Segel! Ja, können wir das? Ich fahre nämlich nur Holz mit. 50 Holz. Aber wir sind doch eigentlich bald so weit, dass wir selber Stahl produzieren können. Es dauert nicht mehr lang. Black Panther schreibt im Chat, WB, ich habe mal geschaut im Internet, wenn es nochmal kommt, könnte es sein, dass deine Internetverbindung spinnt. Davon gehe ich allerdings nicht aus. Die zweite Lösung wäre, dass ihr anomal in Ubisoft Connect überprüfen lasst. Und wird vorgeschlagen, wir sollten unsere Daten überprüfen. Mhm. Also entweder meint Black Panther damit, dass ich meine Internetleitung überprüfe oder dass du dich selber mal anklickst und deine Datenintegrität überprüft, ob du selber alle Datenpakete besitzt, Geraldine, im Real Life. Oder dass wir uns einfach auch mal selbst überprüfen, ja, auf spiritueller Ebene und einfach mal überlegen, ob wir wirklich alles richtig gemacht haben, ja, im Leben. Also da kann ich klar antworten drauf, nein. Was mich betrifft, eindeutig nein. Wir können Stahlträger kaufen. Wie viel Geld haben wir, Geraldine? Wie viel Geld darf ich ausgeben für eine zweite Insel? Irgendwas unter 33.000. Ah, Black Panther meint, ich hätte ihn missverstanden und schreibt, nein, ihr sollt das Spiel reparieren. Also nicht uns selber. Okay. Oh nein.
Jesea schreibt, in der Vergangenheit hätte es solche D-Sync-Fehler schon mal gegeben und es hätte mehrere Wochen gedauert, bis ein Hotfix alles repariert hätte. Das ist etwas uncool. Wir hoffen mal das Beste. Einmal Handel treiben. Königliche Anerkennung. Ja, und jetzt baue ich eine. Die Insel, was hatten wir gesagt? Die ganz im Süden aus, ne? Die kleine mit dem Wasserfall und mit den coolen Kombis. Sind unterwegs! Ich bin gerade total optimistisch, dass es eine wunderschöne Insel wird und vor allem mal in der optimistischsten Jahreszeit ever dorthin, nämlich im Morgengrauen. Das ist bekanntermaßen die optimistischste Jahreszeit. Und tatsächlich fliegen wir auch, schau dir das mal an, wir fliegen förmlich im Schiff dorthin am Rückenwind. Morgengrauen ist übrigens eine Tageszeit, die ich persönlich im Real Life nur vom Hörensagen kenne mittlerweile, als Twitch-Streamer. Habe ich auch tatsächlich noch nie live gesehen. Hast du feste Arbeitszeiten bei der GameStar? Die habe ich. Punkt, Punkt, Punkt. Und die sind von wann bis wann? Die sind in der Regel von 9 bis 18 Uhr. Im Ernst, wirklich? Ja. Krass. Also ich hätte mir naiverweise so vorgestellt, wenn man Homeoffice macht. Es hört ja niemand mit, ne? Also Chefs, Heiko, Dimi und Co. sind gerade nicht da. Also das ist ja auch, wir sind in ganz kleinem Kreis, sind nicht viele Leute da. 756 mhm. Nasen. Du kannst gerne offen alles sagen, was dir sonst peinlich wäre. Jetzt privat oder beruflich? Beruflich, privat nicht. was denn zum Beispiel? Ja, warum soll ich denn wissen, welche Geheimnisse du ausplaudern möchtest? Das ist ja absurd. Also, sag mal, einen Blick auf die Zeitung. Ich werfe mal schnell einen Blick auf die GameStar. Geringe Aufstandswahrscheinlichkeit bei der GameStar, hohe Arbeitszufriedenheit. Einmal veröffentlichen. Was ist, was denkst du dir aus dem Arbeitsalltag? Ich improvisiere mal. Der Punkt, den die meisten Leute dir gar nicht vorstellen, sich gar nicht vorstellen könnten, wie der Arbeitsalltag aussieht am Beispiel XY. Eine Sache, die man dir nie glauben würde, wenn du es jetzt erzählst, aber es ist dennoch wahr, über den Arbeitsalltag bei euch. Merk schon, da bist du gerade auf Skandalsuche. Nein, das kann auch aber was ganz Harmloses sein. Irgendwas. So skandalös ist mein Job gar nicht. Ja, nennen wir Beispiele. Das kann was ganz Harmloses sein, wie zum Beispiel der Arbeitskollege XY, ich nenne keinen Namen, vergisst immer das Klopapier nachzufüllen, wenn er mal im Bad war oder ich weiß es nicht, leerte die Kaffeemaschine aus oder alle denken, ich würde den ganzen Tag über noch zocken, in Wahrheit bin ich zwei Drittel der Zeit damit beschäftigt, an Konferenzen teilzunehmen und E-Mails zu beantworten. Irgendwas in der Art. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also die Zeit, die ich während meiner Arbeitszeit mit Spielen verbringe, ist verschwindend gering. Willkommen im Club, kann ich nur sagen. Das haben wir uns nahezu non-existent. Hör mal, das wird jetzt echt riskant. Ich baue hier eine zweite kleine Siedlung auf, wenn ich das nicht stört. Nö, ich habe gerade eine Kirche gebaut. Wenn dich das nicht stört. Alles gut. Ich gebe der Stadt mal einen Namen, der für meine Spielphilosophie steht, der Insel. Mhm. Ich taufe die Insel feierlich auf den Namen Vernunft und Geiz. Ich werde hier außerdem mal wieder ein bisschen auf. Das macht mich ganz wahnsinnig. Sie haben im neuen Update das Pinsel-Tool verschoben. Ich finde das jetzt immer nicht mehr. Oh je. Also ich finde es schon, es ist nicht gut versteckt, aber ich klicke immer auf die falsche Seite. Ab sofort an jeder Silos, die Lösung für die Viehzucht.
im Gegensatz, ich bin ja ein glühender Anhänger der reichen Ernte von dem DLC und du nur so ein bisschen, ne? Ich finde ihn in der Theorie ganz schön, ich finde ihn auch visuell schön, aber ich benutze ihn einfach gar nicht so arg oft. Also, weil ich finde es immer so nervig, wenn ich tatsächlich einen neuen Spielstand anfange, jetzt für Koop zum Beispiel, bis man da einmal die Silos und die Traktoren zum Laufen gekriegt hat, hat man schon gar keine Lust mehr. Chat, ihr dort draußen, was ist der DLC der Season Passes, einer von den 12, den ihr persönlich am coolsten findet? Was ist euer Lieblings-DLC von den Season Passes von Anno 1800? Der, wo er sagt, muss haben, wenn man den nicht hat, selbst schuld, brauche ich unbedingt, bin ich glücklich mit geworden, hilft mir Anno 1800 auf ganz neue und coole Weise zu erleben. Vorab aber noch danke an Hans Huckebein fürs 38. Abo, Marco 20 Abo, danke an dir, Marco aus Amrum und Dax Pay, vielen Dank an dich fürs erste Abo hier, ich hoffe der Chat hat daran gedacht, dir Blumen zu geben. Duderino, danke fürs 6. Abo an dich. Ardana hat auch was ganz Nettes geschrieben. Danke dir. Liegt schon 3 Jahre zurück, dass du hier angefangen hast. Liebe Grüße, danke dir. Eine ganz treue Seele hier. Aufstieg der neuen Welt. Nein, schon wieder ein Fehler hier. Hm.